Hey Leute, willkommen zurück zum Let's Play Divinity Original Sin. An meiner Seite ist Nubiwan Kenobi. Hallo, hallo. Hallo, hallo, und mein Name ist Freya. Und wir sind ja in irgendeiner Höhle. In einer Mine. Der Ja. Lokula-Mine. Ah, stimmt. Stimmt, wir sind ja auch im So, ist hier Lokula-Wald. irgendwas Besonderes noch? Nein. Hier geht's in die Hier, ich Hölle. habe Okay. da was gefunden. Oh, schön. Ein Erdhaufen. Gucken, was im Erdhaufen ist. Ich habe einen Erdhaufen entdeckt Oh, in eine einer Truhe! riesigen Höhle. Ja, Lederstücke geil! und. Ein Kiefernschwert? Was zum Heckmeck? Von welchem Kiefer ist das? Gute Frage. Oder ist es wie eine Kiefer und damit ein Schwert? Also der Ein Kiefernbaum. Holzschwert oder. Ja, möglich. Nochmal ein bisschen Gold und nochmal außergewöhnliche Lederstiefel. Also man kann ja sagen über die Makellosen, was man will, aber ihre Mitarbeiter sind fabulös ausgestattet. Die haben außergewöhnliche Lederstiefel. Also. Da wird schon ein bisschen auf die Gesundheit der Füße geachtet. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz gleich hier rum. Huch, so schnell nicht, okay. Nein, oh, da sind noch mehr. Dort, okay. Verdammt, das ist schon wieder ein Unsterblicher, ne? Ja. Ja, der ist auch unverwundbar. Okay, was zum Henker geht hier vor? Also fliehen. ja. Ciao, Leute! Okay, das sah gerade ein bisschen komisch Ja, aus. sorry. Und fliehen. Cheerio. Zack und ciao, Leute. Ach, hä, wer ist denn jetzt geflohen? Nee, jetzt ist Kanyu dran. Quatsch, Kanyu. Jahan. Also Jahan. bitte, hast du gerade diese Abziehfigur mit meinem gut durchdachten Charakter verwechselt? Sorry. Was ist denn. Also. So, okay. Also, das ist jetzt das Problem. Sobald wir hier stehen, kommen diese Todesritter. Und hier sind Todesritter. Mein Vorschlag ist, wir sprengen den Durchgang und lassen die Goblins frei. Weil das Ding ist, also, so wie ich es jetzt sehe, kommen wir sonst aktuell erstmal nirgendwo hin. Ja. Und vielleicht können irgendwie die Goblins irgendetwas tun, was das ändern kann. Irgendwie. Würde ich sagen. Okay. Ah, hier sind. Ja, vielleicht können wir jetzt noch mal mit denen in dem Raum sprechen, weil wir haben ja jetzt quasi die ganzen Genau. Dinge befreit. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hier. Haben wir sie schon mal gefragt, was sie über diese Ritter der Nacht weiß? Bestimmt. Okay. Okay. Nee, sie weiß da auch nicht mehr. Ja, willst du vorher speichern lieber? Ja, natürlich. Natürlich. Okay, genau. Einmal wird kurz gespeichert. Wir können, glaube ich, auch einfach versuchen, den Hebel zu drücken. Haben wir auch noch nicht gemacht. Haben wir noch nicht gemacht. Dann lass uns erst gleich den Hebel drücken. Moment, er speichert noch. Warte, die Ratte hier. Übrigens, willst du noch mal kurz mit ihr sprechen? Genau. Ah, okay. Okay. Ich dachte, sie sagt jetzt was Neues, weil wir die Skelette jetzt ja befreit Okay. haben. Nein. Oh. Geh weg. Ich versuche den Hebel zu betätigen. Wow. Greifen das Art einfach original direkt an, oder was? Was ist denn mit euch falsch? Was ist denn mit euch falsch? Ja, verstehe ich auch Wollen wir nochmal nicht. kurz laden und gucken, was passiert, wenn wir den Gang aufsprengen, Ja, ob das dann gerne. irgendwie anders ist? Okay, bis gleich, Von mir Leute. aus. Lass uns den Schalter drücken. So, genau, ich wollte gerade sagen. Das Ding ist, soll ich mich lieber hier aufstellen und du gehst hinter mich und betätigst den Schalter, für den Fall, dass die hier direkt Probleme damit haben. Dann stehe ich hier wenigstens zwischen uns. Ja. Benutzen. So, Was hat es okay. jetzt gebracht?
Gott sagen, hat es. Ah, ich glaube, wir wurden davon abgehalten, das Ding zu benutzen, weil das eigentlich eine illegale Sache ist, quasi. Also so gesehen. Weil wir dürfen es nicht machen, weil diese NPCs was dagegen haben werden. Ja. Deswegen sind die, glaube ich, immer noch gefangen, ne? Ich wollte Genau. nur ganz kurz mal gucken, Goblin-Gefangene, wie viele das sind. Das haben wir ja vorher nicht nachgeguckt. Der hat einen Namen. Was sagt mir der auch? Ja, wollen wir sie platt machen? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja scheinbar eh nicht so groß die Wahl, wenn wir hier ausprobieren wollen, das zu tun. Wo ist sie denn? Hier. Sehr gut. Das hat schon reingehauen. Ich glaube, du kannst bestimmt noch mal normal schießen, oder? Nee, du hast doch den Splitterpfeil. Kannst du den Nee, noch? den noch Nee, nicht. ah, Den schade. nicht. Dafür habe ich nicht genügend Punkte. Aber ich könnte noch einen Brandfall oder sowas. Oh ja. Huch, das war sehr Überraschend laut. laut. Ja, ich glaube, weil sie mehrere Dinge auf einmal hat fallen lassen, glaube ich. So. Genau, nur aufpassen, dass du da nicht durchrennst, ne? Ja, ich würde es so machen. Okay, den Troll kann ich nicht umwerfen. Aber du kannst Aber den anderen. jetzt messern. Oh Gott. Zerstörung. Einfach Ja, blinde zack, mein Zerstörungswut. Gott. Alles kaputt hauen. Okay, jetzt ist da. Jetzt müssen wir aufpassen, da ist so ein Giftdampf. Oh, wir sind ölverschmiert. What? Er hat Öl erschaffen. Das ist anscheinend etwas, das der kann, okay? Oh. Nein! Leute! Wieso? Wieso? Feuer. Oh, oh Nein! nein. Es! Ja, natürlich haben wir wieder mal Leute dabei, die heilen können. Arg! Also eigentlich steht er in. Er müsste ja voll verbrennen die ganze Alter, das ist Zeit. doch so frustrierend, wie die einfach ständig nichts anderes machen, als einfach nur meinen Charakter die ganze Zeit anzugreifen. Mit Ja. allem, was sie haben, aber auch. Ey, das ist nicht cool. Au. Und das ist halt echt erst richtig cool, dass sie immer was. Ah, oh, Mann, ey. Es ist ja auch lustig. Guck mal, wenn du jetzt an Madora versuchen würdest, vorbeizulaufen, Würde wäre sie diesen mich flankieren? Opportunistenkreis drum. Das Lustige ist, Madora hat die Fähigkeit nicht. Er hat nicht die Fähigkeit, dass er Leute automatisch Nee. angreifen kann, wenn die an ihm versuchen vorbeizukommen. Oh, nice. Autsch. Autsch. Ey, wieso darf der dreimal Ich angreifen? verstehe auch Wieso nicht, ist der warum schon die wieder gerade dran? schneller. Oh, fuck. Was? Was passiert? Ja, ist doch okay jetzt. Ist er jetzt fertig mit seinem Zug oder was? Ich verstehe halt einfach immer nicht, was da in der KI einfach los ist. Hallo? Hallo? Pass. Ah. Am besten. Hä, wer lebt denn da noch? Der makellose Schwertkämpfer. Okay, wenn ich ihn ansplitter, müssten ja alle in diesem Bereich eigentlich was Natürlich abkriegen. kassiert Madura extra Schaden, weil, ne? Ah, shit, ich habe nicht genügend Punkte. Wow, ich bin am Zug. Ich finde das so dumm. Ich habe dieses Essen hier. Ich bin mir sicher, unbekannter Effekt bedeutet, es wird mich heilen. Aber warum sehe ich nicht, wie viel? Weil wir es, glaube ich, noch nicht ausprobiert Ich haben. weiß, aber es ist doch bescheuert. Ja, ich So, ich versuche benutze dich einmal mit einen Heiltrank. Kan. Jetzt will ich die ganze Zeit Kanju sagen. Mit Jahan versuche ich dich Ja, ich will trotzdem vorsichtig mich zu nochmal heilen. heilen. Und jetzt würde ich nochmal das hier bei uns Oh ja, machen. das würde auch gehen. Ermutigen. Und ja, den Rest der Punkte muss ich mir wieder sparen. Natürlich heilen sie sich erstmal wieder mit allen möglichen. Natürlich. Alles klar. Autsch.
Aua! Wie lange geht denn noch okay. eine Runde? Das sollte, ich würde gerade sagen, das sollte jetzt die einzige Runde gewesen sein noch. Vorsicht, bei euch ist noch dieser Bogenschütze, der ist hier zu euch gelaufen. Der steht genau, direkt vor Jahan. Rechts vor Jahan. Ah, da ist er. Ja, die ist direkt bis zu euch aus irgendeinem Grund. Ist die einfach, kannst du ihr diese Blitzberührung machen? Ich wollte gerade sagen. Das ist ja genau das für die Gelegenheit jetzt. Oh. Sehr schön, ist sie erstmal betäubt. Aber es war echt wenig. Ja, aber jetzt kann sie wenigstens erstmal eine Weile lang nichts machen. Vorausgesetzt, jetzt kommt nicht gleich einer der Gegner-Charaktere an und sagt, actually! Und keine Ahnung, holt sie da raus oder so. Ich brenne einfach immer noch, aber das ist nicht so schlimm. Ah, so der lässt dieses Giftzeug fallen, der heilt sich dadurch auch. Mehr kannst du, glaube ich, nicht tun. Ach ja, stimmt. Nee, die sind ja alle... Verdammt, ey. Gleich ist wieder die dran. Angriffshaltung. Und ich versuche mich mal ein bisschen zu bewegen. Oh, okay. Ihr Zug wurde... Achso, das ist die Betäubte gewesen. Oh, das ist ja klasse. Hä? Es geht wieder los. Okay, hier ist noch einer. Der. Und dieser Schwertkämpfer. Aber ich würde den hier gerne als erstes loswerden. Deshalb. Stirb bitte. Danke. Sehr freundlich. Und wenn ich jetzt noch die Punkte habe, dann auch dich direkt noch. Zack. Nice. Sehr schön. Dieser Troll explodiert ständig! What? Hä? Der kann dich teleportieren! Au! Alter! Okay, er hat gerade. What? Was geht hier alles ab? Er hat um einen halt diesen Waldläufer getötet. Ja. Und jetzt ist Madora endlich dran. Wow! Woo! Ja, Klingen. Wirbelwind. Warte, wobei. Warte. Was? Nein! Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so sehr! Was würdest du denn machen? Ich habe nicht gesehen, was ich gerade mit dem Steuerkreuz bewegt habe, weil er irgendwas anderes gemacht hat. Und jetzt hat er es schleichen gemacht. Das hat mich meine ganzen Punkte gekostet, bis auf 2. Und jetzt kann ich nichts machen für die Runde. Danke, Spiel. Besten Dank. Hast du irgendwas an Heiltränken dabei? Vermutlich nicht, ne? Ja, geilo! Das heißt, ich wollte nämlich eigentlich mit Madora diese Fähigkeit ausprobieren, die ich ihr vor einer Weile mal beigebracht habe. Diese hier mit dieser Vampirberührung, wo sie Lebenskraft heilt. 100! Das ist eine ziemlich geile Fähigkeit. Ja. Macht auch Sinn, weil Madora Nahkämpfer ist. Ich nehme an, der hat jetzt keine große Reichweite oder so. Und es verursacht noch Schaden beim Ziel. Aber dankenswerterweise konnte ich gerade nichts davon ausprobieren. Soll ich mal kurz regnen lassen? Und ja, das weil wir brennen halt immer noch alle, außer Madora. Ja, aber Madora hat Giftschaden immer noch. Ja, du kannst es gerne mal versuchen. Oder machen. Weil Jahan müsste sich, glaube ich, auch einfach erstmal heilen. 4 Punkte gekostet hat, mal kurz ein bisschen regnen zu lassen, ey. Oh, ich kann mich jetzt nicht mehr heilen. Ja, geil. Kann ich ihn noch mal normal angreifen? Ja, ne? Mhm. Okay. Hä, da ist immer noch eine Makelloser? Wo? Ich dachte, echt? Ich hätte die auch aus Versehen umgebracht. Der hinter mir. Oh, wie nervig. Aber die ist da noch betäubt, oder? Ja, ja. Die ist noch eine Runde, ist die noch betäubt. So, weil ich glaube, ich würde mich jetzt mal um ihn hier kümmern. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, er ist dagegen hier vermutlich immun. Natürlich. Naja, man kann es ja versuchen. Echt jetzt? Echt jetzt, Spiel? Wow, wirklich, wow. Wie viel kann ich mit 2 laufen? Ja. Gut, dann... Ah, ja. Ja, die Kamera ist gerade irgendwie... Nice, okay, du hast sie erwischt. Ja. Ach, Madora kann das wirklich? Den Gelegenheitsangriff? Immun gegen Furcht, Furcht fehlgeschlagen.
Nice. Gut, das hat ihm nichts gebracht. Dann stürmst du jetzt nochmal auf ihn ein. Wow, das war richtig gut. Und dann haust du ihn jetzt nochmal. Ah, jetzt macht ihr den kritischen Treffer. Ihr seid's wieder, Leute. Meine Güte, ey. So, das hätten wir geschafft auf jeden Fall. Heilen wir uns mal hier echt um alles. Ah, machst du schon bei mir? Ja, ich bin gerade Auch dabei. deins ist Warum schon nicht? schneller, ne? Könnte sein. Ich weiß gerade echt, weil das Kann Ding ja ist, ich jetzt weiß gerade nicht, Madora. wo Madora immer noch ausharrt. Wir haben schon wieder das aufgebrochen. Madora, was soll denn das? Hier? Lässt du das jetzt mal, ey? Alles klar, Leute, das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Dann können wir gleich jetzt wirklich mal jetzt langsam mal den Knopf drücken, um zu sehen, was passiert, wenn wir den Knopf drücken. Leute, ey. Genau, hier ist Madora. Jetzt kann ich dich auch heilen. Und jetzt haben wir es gleich. So, jetzt sind wir komplett wieder geheilt. Okay, die haben schon echt Da viel liegt Stuff etwas Gold. reingelassen. Ein Erdzauberstab. Oh, eine neue Granate. Eingeweide. Vergifteter Käse. Schön. Alter. Ist noch super viel zu essen, aber ich lasse das jetzt einfach. Ein Tagebuch des Gef der Gefängniswache. Backe, backe Kuchen. Band 5. Alter, wie viel Stuff einfach nur. Ach so, ich habe zu viel zu tragen. Kein Problem, ich glaube, ich kann auch viel aufnehmen. Hey. Hey. Ich sagte, ich kann viel aufnehmen. Ja, ich gebe dir gleich was rüber. Muss sowieso mal kurz bei mir reingucken. Ich habe noch ganz viele Sachen, glaube ich, zur Identifizierung, die ich noch. Nicht identifiziert. Aktion. Kann ich das? Ah, das mache ich auf Cam. Glaube ich lieber. Aber ich gebe dir gleich mal was rüber. Tu das. Ich bin ganz normal hier. Huch. Wups. Da ist noch eine kleine Pfütze Gift. Ja, so viel zu denen, ne? So viel dazu. Oh, noch ein knappes Viertel. Dann haben wir Stufe 13 erreicht. Drei Fertigkeitspunkte gibt es dann. Fertigkeiten waren die Dinge hier, okay. Da könnte man theoretisch mit einem Mal zweihändig aufbessern. Aber ich finde das einfach nicht geil, dass es nur die Trefferwahrscheinlichkeit für kritische und den kritischen Schaden selber erhöht. Nicht einfach den Grundschaden oder sowas. Das wäre doch irgendwie eigentlich sinnvoll. Egal, ich habe mich darüber, glaube ich, sehr oft schon angegangen. Ja, egal. Frontkämpfer würde, glaube ich, Sinn machen. Okay. Glaube ich. Wissen tue ich es nicht. Willst du speichern? Ja, Moment. Ich mache schnell. Speichern einfach nur. Ich will auf den Knopf drücken. Ja, drück auf den Knopf. Soll ich noch warten, bis gespeichert ist? Ja, ein ganz klein bisschen. Ganz klein bisschen. Ah, Los, los, etwas los, noch. Ein ganz klein speicher! bisschen, ein ganz klein bisschen. Ja! Na Los, los! Speicher zu Ende. Los, Speicher zu Spiel! Ende. Los, ja! Ah! Okay, drück den Knopf! Der Griff des Zünders besteht aus schwerem poliertem Messing. Er vermittelt, dass es sehr befriedigend wäre, ihn zu betätigen. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja. Ich glaube, ich will die Ach Luft so, an. oh. Aha, wir sollten Was? besser nicht. Diese Goblins werden sonst von der Explosion erfasst. Ja, ist die Frage, ob das passieren kann. Aber das Ding ist halt, bei der Tür werden sie uns angreifen. Aus irgendeinem Grund. Oder macht. Oh.
Ganz kurz, wollen wir jetzt nochmal mit ihnen quatschen? Weil jetzt haben wir alle getötet, die wir noch gefunden haben. Du Oh, kannst doch sehr direkt den Knopf drücken. gut. Okay, dann sage ich jetzt erstmal das hier. Oh, jetzt sind wir beide vorsichtig. Okay. Ich hoffe, das ist gut. Ich weiß gerade nicht, ob das ein Charakter-Trait ist, der wichtig für mich ist. Okay, mal gucken. Ich glaube, der war ein. Nö. Okay. Genau, das muss ich mal auch kurz nachgucken. Busch. Vorsichtig, vorsichtig. Ah, hier, Hier. vorsichtig, kühn oder Ah, vorsichtig. nicht so gut. Nicht so gut. Ich bekomme Initiative plus 1, solange ich kühn bin. Verdammt, das hätte ich Okay. wissen müssen. Also, wollen wir jetzt noch mal kurz die Tür aufmachen und gucken, ob sie uns trotzdem angreifen? Ja, warum nicht? Wir können ja einfach schnell laden, falls das nicht der Fall ist. Und dann sagen wir nächstes Mal sogar. Ja. Okay, dann guck mal ganz kurz, wer alles im Kampf mit inbegriffen ist, ob der Typ auch hinten im Kampf mit dabei ist, der einen Namen hatte. Oder ob der nicht mit dabei ist. Sein Name wird gelb angezeigt. Die von den anderen rot. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass er nicht mit uns kämpfen wird. Dann lass uns die bekämpfen. Sicher? Weil ich glaube, er ist wichtig. Okay, dann müssen wir aber Drexus am besten zuerst ausschalten. Ich habe nicht mal geguckt, was dieser Helm bedeutet. Ja. Er wird gestärkt für jeden seiner Verbündeten, der fällt im Kampf. Ah. Und deswegen würde ich sagen. Krass. Alter, wie kannst du denn bitte so viel? Kann ich da durchschießen? Nein. Nein. Okay. Also ich muss erst mal Hey, du rein. kannst, ich wollte gerade sagen, du kannst mal an mir vorbeilaufen. Das ist ja auch schon mal was. Ich dränge mich da so ein bisschen Hallo, dazwischen. Entschuldigung, Verzeihung, Verzeihung. Darf ich kurz. Achso, ich wollte erstmal noch kurz gucken, ob noch was mehr dazu steht. Der hat ja so viel Rüstung. Der ist gefangen. Der hat vermutlich nichts an. Was ist mit den anderen? Die Namen der anderen sind im wahrsten Sinne des Wortes einfach Goblin-Gefangener. Deswegen, und ich glaube halt einfach, dass. Ah, ich dachte, dass es bis nach vorne geht. Schade. Lass mich raten, die haben. Oh, what the. Was zum Henker? Könnte ich einmal in einem Kampf nicht brennen? Ja, natürlich haben die alle wieder Heilfähigkeiten drauf. Was zur Hölle? Leute. Was die aber auch alles machen können in einem Zug alle, ne? Alter. Also vom Schaden her ging's noch, aber das ist schon. Jetzt hat er ihn auch noch krank gemacht? Wie viel darf er denn? Ne? Was? Was fällt dir ein? Spüre die vernichtende Faust. Jetzt ist er hingefallen. Ha! Jetzt kann der Hahn einfach auf ihn einschlagen. Oder so. Keine Ahnung. Ich bin sauer. Oh nein, sein Was? Zauberstab ist kaputt gegangen. Whoops. Wir müssen demnächst mal wieder zum Schmied. Egal, prügel auf ihn ein. Ja, aber hilft ja nicht besonders viel. Springt er so ein bisschen. Shit. Dann spart ihr die Punkte, dann heilt er erstmal nächste Runde und so. Oh, wie Ich glaube ärgerlich. kaputt. Ich glaube, er hat ihn trotzdem. Ich glaube, es ist halt einfach nur kaputt gegangen, weil. Ja. So, ich müsste trotzdem, glaube ich, den hier machen können. Ja. Und dann ist Drexes Geschichte. Unser Tagebuch wurde aktualisiert. Ach so, hatte ich. Ach so, habe ich nicht mit dir entschieden gehabt, ob ich was machen möchte oder was? Ich hab doch gerade noch einen Punkt gehabt, oder? Was sollte denn das schon Weiß ich wieder? nicht. Wieso macht diese. Ah! Im letzten Teil erst! Im letzten Teil, da war ich schon wieder so entspannt und zufrieden und friedlich mit dem Spiel. Nicht so friedlich, aber so friedlich, wie man fast sein könnte. Und jetzt passiert hier schon wieder dieser Mist. Na, heilt ihr euch erstmal wieder 20.000 Mal?
Ja, natürlich. Leute, es ist doch nicht möglich. Warum haben die überhaupt, haben die Waffen oder kämpfen die mit ihren Händen? Nee, die haben Waffen. So sieht's danach aus. Ich bewege mich mal mit Madora hier möglichst noch nah ran. Dann mache ich auch gleich mit ihr die... Diese Drehattacke. Dann sollte sie auch den dann noch treffen. Ja. Nice. Sehr schön. Und dann heil uns mit ihm einfach noch ein bisschen oder so. Wen zuerst? Qian Yu oder dich? Dann glaube ich... Ach, ich bin schon... ich bin betäubt, sehe ich gerade. Ja, geil. Ne, ich kann... Was ist denn los? Wir haben jetzt 3 oder 4 Kämpfe hier wieder gehabt in dieser Mine gerade. Und ich bin einfach an jedem... Kann ich 2 Runden lang einfach nichts machen, weil ich irgendwie immer betäubt werde. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Danke, Leute. Wirklich. Danke dafür. Aber der Betäubungszähler ist auch nicht runtergegangen. Das ist natürlich auch richtig gut. Wodurch bin ich wieder betäubt geworden? Wodurch wurde ich betäubt? Ich weiß nicht. Was? Wieso kann ich nur einmal schießen? Das ist doch lächerlich. Hat es überhaupt noch sich lohnt? Hat er sich jetzt warm gemacht? Ja, wo ich hier gebracht hat sie nicht. Wann ist diese Heilung gerade passiert? Warum ist er jetzt geheilt worden? Wie macht denn das Sinn? Nicht zu erreichen. Weil wir wahrscheinlich beide im Weg stehen. Ach, fickt euch, Leute, ey. So, die Heilfähigkeit ist noch nicht. Dann teleportiere ihn und füge ihm damit Schaden zu. Wenn es geht. Wenn die Gitterstäbe nicht die Sicht... Okay. Hier einfach hin? Ja. Pff. Okay, er hat wieder einen Fehler gehabt. Der hat aus irgendeinem Grund gar nicht angezeigt, dass in der ersten Runde, dass mein Betäubungstimer runtergegangen ist, logischerweise. Weiß eh nix. Jetzt wird nur noch Jahan. Guck mal, ich habe einen Elfenwasserzauberstab gefunden. Vielleicht können wir den einfach an Jahan geben. Moment, 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 Moment. Ich gebe den mal direkt an ihn. Hä? Was hat er denn jetzt? Hat er jetzt jemand anderen geheilt, obwohl ich auf mich geklickt habe? Ja, scheinbar. Ja, aber ja, auf jeden Fall habe ich. Ich hab Drexes Kopf aufgehoben. Ich helfe dir mal mit dem Heilen. Ja, jetzt. Wie dumm, ey. Halt. Oh, sorry. Bisschen fehlt ihm noch. So. Okay, dann jetzt mal abgequatscht hier, aber auch mit Mythix. Meine Güte, ihr seid schneller über diese Goblins hergefallen, als ich über die berühmten Kirschkuchen meiner Mutter. Ich kann allerdings nicht behaupten, dass ich die Zutaten, die ihr überall verstreut habt, besonders mag. Die sind nicht im geringsten appetitlich. Was macht ein Imp bei gefangenen Goblins? Er kauert in der Ecke und hofft, dass die menschlichen Sklavenhalter zuerst die Goblins zur Arbeit schicken, ehe sie sich so dermaßen langweilen, dass sie zum Spaß seine Ohren abschneiden. Goblins, das sind doch allesamt nur geifernde Volldeppen. Geschieht mir recht, wenn ich so ein Tollpatsch bin. Ich habe einer Dame dabei geholfen, die Blutteufel da draußen zu erschaffen, aber ich habe einen ihrer Blutsteine auf ein besonders spitzes Stück Tenebrium fallen lassen. Und zack, ein Stein kracht gegen ihren blöden Schädel. Und als ich dann aufwache, bin ich von einäugigen, schmatzenden Monstrositäten umgeben, die mich anstarren und böse anzischen. Ich hatte mehr Gänsehaut als ein Schwarm Gänse im Winter. Berichtigt mich, wenn ich mich irre, aber ihr gebt zu verantwortlich für all diese Blutteufel da draußen zu sein? Ich berichtige euch sehr gerne, denn ich bin nicht schuldig. Ich bin lediglich, wie soll ich sagen, mitschuldig. Sofern man davon ausgehen darf, dass ein Sklave für die Taten seiner Herren zur Verantwortung gezogen werden darf.
Das stimmt. Ich werde gegen meinen Willen hier festgehalten. Ich wurde von Hieberheim bis hierher geschleppt, um der Dame in Rot zu dienen. Was kann ich dafür, wenn ich die Arbeit, die man mir hier aufzwingt, wirklich, wirklich mag, obwohl sie im krassen Gegensatz zu meinen eigenen Wünschen steht? Das ist doch nur ein glücklicher Zufall. Ja, wenn ihr dabei geholfen habt, die Blutteufel zu erschaffen, dann könnt ihr mir sicher etwas Nützliches über sie Ja. erzählen. Nützlich? Lasst mich nachdenken. Zum Ersten, nähert euch ihnen nicht, denn sie werden euch im Handumdrehen töten. Zwei, lasst nicht zu, dass sie euch sehen, denn das Blinzeln ist wieder da. What? Drei, denkt gar nicht erst daran, sie zu besiegen, weil, nun, ihr versteht. Zum Glück sind ihre Schritte so schwer, dass es nicht schwierig ist zu wissen, wo sie sind. Wartet einfach, bis die Beben nachlassen und schleicht euch vorbei. Kinderspiel. Wer ist die Dame in Rot? Die Vanillefarben trägt, was denkt denn ihr? Was denn? Ihr kennt sie nicht, ihr kennt sie wirklich nicht? Ich dachte, sie sei unter den Menschen so bekannt wie Zigzags unter den Imps. Sie nennen sie, wie war das? Die Senderin oder sowas ähnlich? Oder Kanal? Nein, die Mittlerin, das ist es. Reizendes Mädchen, wenn ihr auf Blutteufel und dergleichen steht. Sie hat irgendein Schmiede-Altar-Ritual-Ding etwas tiefer in der Mine im Laufen. Ich wünschte, ich wäre dort und würde hübsche kleine Blutteufel machen. Imps geht es in Zellen nicht wirklich so toll, wisst ihr? Sie drehen durch. Erzählt mir von Hieberheim. Ah, vergesst Hieberheim. Ihr wollt da nicht hin. Dort ist es so kalt, dass ihr ein Feuer braucht, nur um zu pinkeln. Zumindest, wenn ihr peinliche Unfälle vermeiden wollt. Wir roten Imps arbeiten dort für den König des Königreiches, den mächtigen Boreas. Er und die Dame in Rot sind die besten Freunde. Sie sprechen den ganzen Tag über Sternensteine. Es gibt solche und solche, Lange Rede, kurzer Sinn. Sie wollte einen Imp-Arbeiter, deswegen wurde ihr Mittix, das bin ich, geschenkt. Das ist irgendwie enttäuschend, ich weiß. Sie haben mich nicht an mein Geschenkpapier angewickelt. Jetzt, da ihr Zigzags erwähnt, vielleicht möchtet ihr meine Heimstätte am Ende der Zeit besuchen. Der Historiker ist dort und ihr werdet frei. Ja, Potzblitz und Klotzspitz, ist das euer Ernst? Ja, ich würde sehr gerne gehen. Den großen Sechsecks treffen, was für eine Ehre. Ende der Zeit, sagt ihr? Wie exotisch. Richtig, Schluss mit den Späßen. Die Zeit ist für euch gekommen, zur Heimstätte zu gehen. Rennt zuerst raus, auch wenn da all das Tenebrium unsere Spaltenreise zu stören scheint. Man sieht sich dort, o Retter der Imps. Ich gehe schon aber voraus und koche uns einen schönen Tee, wenn ich dort ankomme. Okay, hier ist noch eine Eisenerzader. Okay, das heißt quasi, es zu sprengen hätte den Goblins tatsächlich Schaden zugefügt. Ihm vermutlich nicht. Aber der Vorteil wäre gewesen, wir hätten schon einen Kampfvorteil gegen sie eigentlich gehabt. Also ich glaube, es ist so oder so gedacht gewesen. Weiß nicht, ich glaube, er wäre zerstört worden. Also kann ich mir gut vorstellen, dass sie das dann so machen, dadurch, dass wir das genutzt haben, hätten wir dann nicht das Geheimnis herausgefunden. Ja, meinst du? Oder vielleicht Okay. hätte er dann nicht mit uns geredet. Es ist ja. Also ich bin sowieso jetzt zufrieden mit dem Ausgang an sich recht. Also wir haben Erfahrungspunkte bekommen, indem wir die zerstört haben, Also, die. ich würde jetzt aber vielleicht noch mal, dass wir ans Ende der Zeit reisen. Ja. Einmal gucken, was da so Neues gibt. Und dann würde ich vielleicht eher vorschlagen, erst nach Hieberheim zu gehen, weil, also es wurde jetzt zweimal schon das erwähnt, dass ja, ach nee, oder? Nee, das war ein anderer, Entschuldigung. Ich dachte ganz kurz, jetzt hat er ja Barnabas oder Barnabas, der in Hieberheim lebt und König ist, erwähnt. Und ich dachte ganz kurz, Boreas. sorry, Boreas, ich hab's nicht so Barnabas, mit Namen. Boreas, Ja, Tom. Tom, genau. Ne? Und ich dachte, die hätten vom selben Tom vorhin gesprochen, die Skelette, aber es war ein anderer Tom. Jetzt bin ich mega verwirrt. Was zur Hölle meinst du? Also, wir hatten doch vorhin mit den Skeletten gesprochen und da meinten sie doch, dass die Mittlerin mit einem Troll unterwegs ist oder ein Goblin oder irgendwen, Ja, der. Zakarandras, Genau. Und ich glaube dachte ich. ganz kurz, dass sie von derselben Person sprechen jetzt, der Imp Ah. und die Skelette. Tun sie aber nicht. Tja, Verwirrung nochmal am Ende. Oh ja, auf jeden Ja, Fall. danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ja, ich wusste selber gerade nicht, wie ich es erklären soll. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr uns ja noch supporten und ein Like da lassen oder ein Abo, falls ihr Bock habt. Oder mal unter die Kommentare so schreiben, wie ihr so dieses Spiel empfindet und die ganzen Bugs und ob wir einen Bugzähler anführen sollen. Wenn das überhaupt Bugs sind, vielleicht ist das ja auch so gedacht, dass Ja. das Features sind. So der Bethesda-Move.
Schrecklich. Ja. Ihr könnt ja Okay. mal was Nettes da lassen, einen Gruß oder so. Ja, aber keinen Kack kaufen. Nein. Auch kein Kackhaufen-Emoji. Nee. Nee, nee. Okay, gut. Dann jetzt auf zum Ende der Zeit und dann looten wir dort unser Loot zurecht und schmieden unsere Ja. Ausrüstung neu. Und dann frischer Tat beim nächsten Mal. Wo ich aber noch dafür bin, dass wir kurz probieren, uns vielleicht wirklich an diesen Rittern vorbeizuschleichen. Das ist ja, was er erklärt hatte. Ja, können wir auch machen, wie du willst. Ja, mal gucken auf jeden Fall. Ihr Okay. werdet es beim nächsten Mal sehen. Ja, bis zum nächsten Mal jetzt, Bis aber wirklich. dann. Ciao, ciao. Ciao.